Ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat eine enorme Bedeutung für Unternehmen in den nächsten Jahren, und zwar für alle Unternehmen, nicht nur für die größeren, weil es ein echter Paradigmenwechsel ist im Hinblick auf die Verantwortlichkeit. Unternehmen sind gezwungen, in ihren Lieferketten für die Einhaltung der Menschenrechte Sorge zu tragen. Diese Verpflichtung gab es so in der Vergangenheit nicht. Der Begriff der Lieferkette wird grundsätzlich sehr weit verstanden. Erfasst sind alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung eines Produktes oder zur Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind. Angefangen bei der Rohstoffgewinnung bis hin zur Lieferung an den Endkunden. Der Lieferkettenbegriff sagt aber erstmal nichts über den Zuliefererbegriff aus. Zulieferer sind nur solche Unternehmen in der Lieferkette, die tatsächlich auch Zulieferungen für ein Unternehmen erbringen. Und Abnehmer oder Endkunden oder andere Kunden sind nun mal keine Zulieferer im Sinne des Zuliefererbegriffes. Sie sind aber natürlich Teil der Lieferkette, denn die Lieferkette endet erst beim Endkunden. Sie sind aber keine Zulieferer. Die Frage, ob Zulieferer einer Tochtergesellschaft auch als Zulieferer der Obergesellschaft gelten, richtet sich nach dem Geschäftsbereich der Obergesellschaft. Eine konzerneigene Gesellschaft, also eine Tochtergesellschaft, kann zum Geschäftsbereich der Obergesellschaft gehören. Dies gilt nach § 2 Absatz 6 des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes jedenfalls dann, wenn die Obergesellschaft bestimmenden Einfluss auf die konzernangehörige Gesellschaft ausübt. Dies dürfte der Regelfall sein. Im Ergebnis bedeutet das, dass unmittelbare Zulieferer der Tochtergesellschaft auch als unmittelbare Zulieferer der Obergesellschaft gelten. Grundsätzlich stehen auch Hilfsmaterialien wie Büromaterialien oder IT-Ausstattung im Zusammenhang mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, die für einen Endverwender erbracht wird. Die Behörden gehen außerdem von einem weiten Verständnis des Begriffs der Lieferkette aus und ordnen deswegen auch Lieferanten von Büromaterialien als Zulieferer im Sinne des Gesetzes ein. Dieses weite Verständnis der Lieferkette ist aber keinesfalls zwingend und begegnet rechtlichen Bedenken. Der Begriff der Lieferkette ist produktbezogen und knüpft an konkrete Herstellungsschritte an. Wenn also Dienstleistungen mit einem konkreten Produktbezug erbracht werden, beispielsweise Grafikdienstleistungen für Verpackungen oder ähnliches, dann sind diese durchaus Teil der Lieferkette. Dies gilt aber nicht unbedingt für Hilfsmaterialien, die zwar dem Betrieb des Unternehmens dienen, aber selbst keinen Eingang in das konkrete Produkt- oder Dienstleistungsportfolio finden. Dafür spricht jedenfalls der Zweck des Gesetzes. Denn das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bezweckt, wie der Name schon sagt, den Schutz der Lieferkette und nicht allgemein den Schutz sämtlicher Geschäftspartner. Transporteure, Logistiker, Speditionen werden nach der Gesetzesbegründung auch als Zulieferer im Sinne des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes angesehen. Auch Finanzdienstleister wie Banken oder Versicherungen werden unter den Zuliefererbegriff gefasst. Ob das so in jedem Einzelfall wirklich zwingend ist, erscheint uns zweifelhaft. Banken und Versicherungen erbringen oft nur sehr mittelbar Leistungen, die als Teil der Lieferkette betrachtet werden können oder als Zuliefererleistungen betrachtet werden können. Hier wird sich zeigen müssen, inwiefern Banken und Versicherungen und Finanzdienstleister im Allgemeinen in Zukunft als Zulieferer betrachtet werden. Eine pauschale, anlassunabhängige Kontrolle der Ruhezeiten von Lkw-Fahrern eines beauftragten Transportunternehmens ist regelmäßig nicht erforderlich. Das Gesetz fordert, was ein auslegungsbedürftiger Begriff ist, angemessene Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf arbeitnehmerbezogene Schutzrechte. Vor diesem Hintergrund können stichprobenartige Kontrollen oder ähnliche Maßnahmen sinnvoll sein. Die Bedeutung solcher Kontrollen wächst, wenn Anhaltspunkte für Verstöße bestehen, etwa weil es in der Vergangenheit zu Verstößen kam oder Medienberichte solche nahelegen. Um diese Präventionspflichten erfüllen zu können, müssen entsprechende Strukturen im Unternehmen implementiert werden. Der Wortlaut des Gesetzes und das Prinzip der Angemessenheit legen nahe, dass eine pauschale und immer gleich intensive Due-Diligence-Prüfung aller Zulieferer nicht erforderlich ist.
Das wäre für die meisten Unternehmen auch weder praktikabel noch umsetzbar. Allerdings fordert das Gesetz, dass Unternehmen als Teil ihrer Risikoanalyse Prioritäten festlegen und besonders risikobehaftete Bereiche ihrer Lieferkette identifizieren. In diesen risikobehafteten Bereichen sind dann im Rahmen des Risikomanagements und der Prävention entsprechende Due Diligence-Prüfungen durchzuführen. Die Prioritäten und identifizierten Risiken sollten im vom Gesetz geforderten Berichtswesen abgebildet sein. Ein menschenrechtliches Screening kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, weil es Teil des Risikomanagements ist. Wir kennen solche Screenings aus dem Bereich des Sanktionsrechts und auch der Geldwäschebekämpfung, ein sogenanntes Know Your Customer Screening, wo man Hintergrundinformationen über Zulieferer, über Geschäftspartner bekommt. Und diese Screenings werden derzeit am Markt auch schon erweitert um soziale, menschenrechtsbezogene, umweltschutzrelevante Komponenten. Und das kann in bestimmten Fällen, sicherlich nicht bei allen Zulieferern, aber in bestimmten Fällen eine sinnvolle Ergänzung des Risikomanagements sein. Die Stellung des Menschenrechtsbeauftragten ist nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in einigen Punkten noch ungewiss. Das Gesetz macht die Bestellung des Menschenrechtsbeauftragten auch nicht verpflichtend, sondern nennt es lediglich als Beispiel. Wir gehen davon aus, dass eine Bestellung extern erfolgen kann und in vielen Fällen auch sinnvoll sein dürfte. Wichtig ist in diesen Fällen aber, dass der Menschenrechtsbeauftragte auch wirklich Zugang zu den Dokumenten, zu den Abläufen und Prozessen innerhalb des Unternehmens hat, damit er seinen Aufgaben wirksam nachkommen kann. Es reicht also nicht aus, den Menschenrechtsbeauftragten extern als Feigenblatt zu benennen, sondern er muss tatsächliche Befugnisse im Hinblick auf die Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes haben. Es ist nicht so, dass staatliche Handlungen einem Unternehmen unmittelbar zugerechnet werden, wenn sie keinen Bezug zu diesem Unternehmen haben. Aber es kann natürlich immer Auswirkungen der allgemeinen Menschenrechtssituation in einem Unternehmen geben. Etwa wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aufgrund von politischen Äußerungen diskriminiert werden oder gekündigt werden, dann muss ich als europäisches Unternehmen, wenn ich Kenntnis davon habe, Maßnahmen ergreifen und für die Beseitigung dieses Risikos oder dieses Eingriffes sorgen. Ihr Unternehmen wird nur dann indirekt vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen sein, wenn Ihr Unternehmen unmittelbarer oder mittelbarer Zulieferer eines anderen Unternehmens ist, was direkt in den Anwendungsbereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes fällt. Und in diesem Fall ist dann damit zu rechnen, dass bestimmte Sorgfaltspflichten aus dem Gesetz vertraglich an Sie weitergegeben werden. Das kann beispielsweise die Einhaltung eines Code of Conduct sein, aber auch die Vornahme von Kontrollen in Ihrer Lieferkette oder auch die Weitergabe Ihrerseits von Verpflichtungen in der Lieferkette. Die bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit trifft zunächst nur Unternehmen, die direkt vom Anwendungsbereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes erfasst sind. Es kann natürlich trotzdem zu Schadensersatzforderungen kommen von Ihren Kunden, wenn es bei Ihnen in der Lieferkette oder auch bei Ihnen im Unternehmen zu Verstößen gegen die Menschenrechte oder umweltbezogenen Pflichten kommt. Das hängt dann allerdings ab von der vertraglichen Gestaltung.